Hello! Mega881000 here, and I welcome you to the second part, the assembly part of the Jesmon resin figure. And yeah, Mega881000 here, of course. And I also want to welcome my German watchers again. Herzlich willkommen zum Zusammenbauteil Video von dieser Kunstharz Jesmon Figur. Und ich habe auch bereits schon diese abgebrochene Kralle oder diesen Finger angeleimt. I already glued on this broken finger or claw piece here, and the figure is ready for the assembly. Ja, die Figur ist bereit zum Zusammenbau, und diese Stage werde ich nicht aufbauen. Jetzt on camera. Ich habe mir jetzt mal ganz schnell diesen Tamashii Standbasis hier, ja, werde ich jetzt für den schnellen Aufbau hier benutzen, und das Ding, das werde ich dann nicht filmen, wie ich das aufbaue, natürlich, um das hier kürzer zu halten. Ja, and again for my English watchers, I won't use this bonus stage here, which I got with the Jesmon parts, but I will use some of my Tamashii stage. I hope this works too for the assembly now. And I do assembly the our stage here off camera. I think that is better. So, we're starting the assembly, I think. Ja, meine Kamera hat hier wieder unbeabsichtigt geschnitten. My camera cut it again, even I don't wanted it. Und ich hatte doch zuletzt gesagt, dass die Augen nur weiß sind, aber wenn man richtig hinschaut, sind die tatsächlich etwas gelb angedeutet, dass die etwas gelb sind. Ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht hier jetzt, aber ich denke, man sieht es sogar. Ja, and again for my English watchers, I said something like that because I said in the last video about the Jesmon unboxing that he only has those white eyes, but actually, I was wrong, because if you look very, very closely, the eyes are actually colored yellow a bit of yellow you can see in his eyes, but it's not focusing here now. Maybe this isn't sticker. They used the sticker for the eyes, I don't know. It looks like that's like a sticker. Ja, sieht fast aus, als hätten die da einen Sticker für die Augen gemacht. Es sieht so aus, es wirkt so. Aber bauen wir mal Jesmon jetzt hier auf. Ich habe jetzt auch ein paar Bilder vorher angeschaut, dass ich es nicht verkehrt mache. So, I will assemble this figure now here, and I also looked it up how it has to be put together. So I am prepared. Kinda prepared for that assembly. Ja. You also have two options. I don't know if you figured out this on your own already, but I just asking me why they are put in a longer sword blade and this short sword blade, but it's just the option. You can give him the long blade and the short blade, either. Whatever you prefer. Ja, und ich habe mich halt gefragt, warum man hier zwei solcher Klingen hat. Zwei unterschiedliche Größen. Und das ist, man hat halt die Option, die kommen ja an diese Hände ran, wenn man das als Hände bezeichnen kann. Und man hat halt die Option, man kann entweder die lange Klinge wählen oder die kurze. Werde ich euch dann in der Hauptreview, die es auch noch dazu geben wird, natürlich, auch noch zeigen. Oh. Okay, das ist nur draufgesteckt. It's just put together and there we go. This was a part that was pre-assembled even, but it falls off again. Yeah. Es war vorgebaut, aber es ist halt jetzt etwas. Ja, sagen wir mal, auseinandergefallen wieder. Ah ja, und was ich euch auch zeigen muss ist, this joint here is even a ratchet joint. Das ist sogar ein Ratschengelenk, which is very nice. Oh, that's a problem here. Because I think this will happen again and again. And I think I will use now for the assembly the long blades because they are looking more badass, I think. Ich werde hier diese langen Klingen für den Zusammenbau jetzt nehmen, weil die etwas geiler aussehen, oder? Was meint ihr? So. Hat man es ja fast schon. Have it almost put together. Look at those details. Also, those spikes here. I even doesn't noticed at all until yet. Ich habe noch nicht mal diese Spikes hier bemerkt. Habe ich jetzt erst gesehen. So, und jetzt versuche ich das mal hier auf diese Tamashii Stage zu setzen. Ist nicht dafür geeignet, aber für den Zweck jetzt wird's gehen. Try to put on this Jesmon here on the stage now. It's very stiff. It's not the right one, but I think it should work for this assembly now that you get the idea. And also Jesmon is not working with me. Okay. Okay. Ein bisschen hier die Einstellung ändern. So. War so jetzt schon grob gesagt für den Zusammenbau. Put on this little piece now. I already tried this also off camera and it doesn't stay very good on here, but for this assembly now it maybe is enough. Maybe I have to glue this on. Ja, und dieses kleine Teil hier, das ist ja locker mal wieder. Das muss ich bestimmt anleimen, aber für den Zusammenbau sollte es jetzt gehen. Ja, und wir haben es ja auch schon fast. Machen wir noch die Effektparts. Dafür hat man jetzt ja diese Teile. I also want to show you the effect parts. For that you have these stages and those bars here, and they also only put together like this. And there we go. Werden einfach nur hier aufeinander gesteckt. Ich habe zwar einen dritten Fuß, aber keine dritte so eine Stange. Entweder haben die mir die auch nicht mitgeliefert oder es sind tatsächlich nur zwei. Ja, and again for my English watchers, I said something like that I only have two of those bars, but I have three stands, but no bar, so I just can show you it this way now. Kann ich es euch nur erstmal so zeigen. Wie gesagt, ich mache nochmal eine Review dazu, eine richtige Review des. War jetzt nur erstmal der Zusammenbau von dieser Kunstharzfigur von Jesmon. Ja, and again for my English watchers, I said something like that I will also do, of course, a full review of this figure, a more detailed video. This is all only the assembly here, and for the main real with you, I put more. I will do it more correctly, and using also this stand here, which was in the package with the Jesmon figure, but how I said. You get the idea now? I think it was also shown that this should be above him, and maybe you use another stage for that. Ja. Ja, also ich sag halt so viel, das ist wahrscheinlich auch gedacht, dass das mehr so über ihn schwebt, das dritte, um ein bisschen in cooleres Bild zu erzeugen, aber für den Zusammenbau jetzt zum Zeigen reicht's erstmal, denke ich. Werde ich euch das mal kurz noch hier etwas herumdrehen, damit ihr den jetzt hier in voller Schönheit sehen könnt. We'll turn this Jesmon figure a bit around here, that you can see the details a bit more better. But I think for the first impression, it's a very nice figure of Jesmon, I think, and it looks also very moveable, because every where are those joints? Ja, und ich habe so viel gesagt, dass die erste Impression jetzt von dieser Figur für mich ist, dass es sehr gut aussieht. Jetzt für dieses Aufbauvideo soll es das auch gewesen sein mit den Impressionen. Und ich sag auch, dass dadurch, dass es viele Gelenke hat, ist es auch sehr beweglich. Ja, das war's fürs Aufbauvideo jetzt, denke ich. Werde ich auch das beenden. Und wir sehen uns dann wieder, und natürlich Jesmon hauptsächlich, im Hauptreview-Video zu dieser Kunstharz-Figur von Jesmon von Akira Studios. Ja, and again I'm saying this for my English watchers, I want to end this video with that also now, and of course I do a detailed review video about this figure. Until then, I would say, and thanks for watching, hope you liked the video, and yeah, until the main review video of this Jesmon resin figure by Akira Studios. Until that, my friends, your Mega881000. Ja, möchte ich mich, wie gesagt, verabschieden. Bis zum Hauptvideo, zur Hauptreview. Euer Mega881000.